Abend, meine Lieben. Ja, das wird jetzt meine Abendroutine. Meistens hänge ich am Laptop und dann denke ich mir, jetzt ist Zeit, sich abzuschminken. Dann gehe ich erstmal ins Bad. Und ja, dann nehme ich mir dann mein Handtuch, lege mir das auf das Waschbecken, damit ich das auch griffbereit habe. Und nehme meine falschen Wimpern ab und lege die in den Badezimmerschrank. Und jetzt suche ich mir alle Sachen raus. In der Dose ist die Balea pH hautneutrale Gesichtsreinigungsmilch. Dann Zahnbürste. Eine Maske mache ich mir heute. Und die ganz normalen Dinge, halt so ein Reinigungspad, meine Reinigungsbürste, Gesichtswasser und Gesichtscremes. Danach mache ich mir meine Haare zusammen, damit sie mich nicht stören, weil ich hasse das, wenn Haare dann komplett nass werden. Und dann putze ich mir auch schon meine Zähne. Das dauert meistens bei mir so 2-3 Minuten, also abends bin ich meistens sehr müde und dann wären es auch schon mal 2,5 Minuten. Ich könnte abends immer so schnell einschlafen, wenn ich mich abschminke, ich hasse es. So, das habe ich euch jetzt ein bisschen vorgespult und auch einiges rausgeschnitten, weil das hätte echt zu lange gedauert. Dann spüle ich meinen Mund aus und danach fange ich an, indem ich mein Gesicht befeuchte. Und dann nehme ich die Balea pH hautneutrale Gesichtspflege, verteile diese auf meinem Gesicht und das mache ich ganze zweimal. Das ist jetzt der erste Durchgang, da achte ich ganz besonders drauf, dass ich über meine Wimpern gehe, damit die ganze Mascara runterkommt. Und beim zweiten Durchgang achte ich da auch noch einmal drauf. So, das ist jetzt der zweite. Danach kann ich sicher gehen, dass das gröbste Make-up eigentlich komplett entfernt ist. Und ja, ich bin so ein Mensch, ich muss es wirklich extrem haben bei der Reinigung, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich überall noch Make-up habe. Deswegen kommt jetzt noch zweimal ein Schritt, und zwar einmal mit dem Reinigungspad gehe ich noch einmal durch mein Gesicht. Das, finde ich, reinigt jetzt nicht so porentief wie die Reinigungsbürste. Ja, und damit gehe ich halt nochmal durch das Gesicht und ich sehe immer, dass immer noch was runterkommt und ja, das ist halt so. Ich weiß nicht, wenn ich nicht diesen Schritt mit drin habe, genauso wie mit der Reinigungsbürste, ich fühle mich irgendwie, als hätte ich noch Make-up im Gesicht. So, das Ganze habe ich runtergespült und nehme mir jetzt meine Reinigungsbürste, mache die einmal nass und tue da auch wieder einen Pumpstoß drauf. Tut mir leid, ich habe nicht gesehen, dass das auf den Spiegel gekommen ist, deswegen habe ich es im Verlauf des Videos nicht weggemacht. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja, mein Problem ist momentan mit den blonden Haaren, gerade weil ich mir in letzter Zeit immer einen Zopf mache. Ich habe immer den Bronzer im Haaransatz hängen und das kriege ich auch irgendwie nicht ganz raus. Danach tupfe ich das Ganze ab und dabei achte ich wirklich darauf, dass ich einmal so durch meine Haare gehe, dass wirklich das vom Haaransatz mit ein bisschen im Handtuch ist, aber ich kriege es leider nicht ganz weg. Und jetzt mache ich mir eine Maske. Das ist, meine ich, die Heilerde, Heiltonmaske, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die von Balea und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Ja, die verwende ich wirklich im ganzen Gesicht und lasse die gleich einwirken. In der Zeit habe ich einen Kuchen für meinen Freund gebacken, den habt ihr wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen. Und ja, es hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber lieber zu lange als zu kurz. Ja, in der Zeit, wo ich eine Maske einwirken lasse, schneide ich entweder Videos oder mache etwas mit meiner Katze, die ihr gleich auch wieder seht im Bild. Ich liebe sie einfach über alles. So, wenn ich sie einwirken lassen habe und die 10-15 Minuten rum sind, spüle ich das Ganze wieder mit dem Reinigungspad ab. So eine Maske mache ich allerdings nur einmal die Woche. Und dann nehme ich mir zwei Wattepads, drücke die aneinander, ziehe sie auseinander und dann, ja, ist das Gesichtswasser da drin und ihr verteilt euch keine Bakterien auf euer Gesicht, weil ihr die Wattepads vorher an der Stelle, die ihr auf euer Gesicht treibt, angefasst habt. So, der letzte Schritt ist, ich nehme mir meine Penatencreme, die wirklich sehr gut ist, trage die auf meine unreinen Stellen auf und danach bin ich fertig und gehe schlafen. Deswegen sage ich euch jetzt Tschüss und eine wunderschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.